Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Sacred 2 mit dem Enchanting Mod. Ja, ich bin jetzt hier oben, weil man automatisch einem anderen, also im ersten, also im aktiven Teleportstein Ding, bin ich hier rüber. Jetzt werde ich den aktivieren, damit wir auch in Schlehenfurt bleiben. Und ich habe, ja, es leckt leider trotzdem noch. Okay. Ja, ich habe mal Physik ausgemacht, weil ich kann es nicht verstehen, dass Physik nicht ordentlich läuft. Ich habe natürlich eine Nvidia-Grafikkarte, eine GTX 980. Und trotzdem läuft es nicht flüssig, also ich weiß leider nicht, was los ist. Nun gut. Das schmerzt ja in den Augen. Ihr solltet euch dringend neue Kleidung besorgen. Lol. Okay, nein, da haben wir hier nicht bessere Sachen. Soll ich mir jetzt wirklich... Nein, ich mach das noch nicht. Gehen wir mal zum Bürgermeister. Hier in der Nähe muss mein Ziel sein. Ja, hier drüben ist eine Quest. Was macht die Quest hier? Ticket. Ah, das ist zum die Ding anschauen. Um die Multiplayer-Startzone anzuschauen. Das machen wir natürlich nicht. Vielleicht später dann. So, ja, jetzt geht's wieder ein bisschen flüssiger. Es ist wirklich komisch. Fraps macht Probleme, Secret 2 macht Probleme. Alles macht Probleme. Die Steuerabgaben des gesamten letzten Jahres gestohlen, die unser Dorf aufgebracht hatte. Es handelt sich zwar nur um einen kleinen Beutel, aber er enthält Edelsteine, die ein kleines Vermögen wert sind. Wenn wir unsere Steuer nicht zahlen können, ist das Dorf dem Untergang geweiht. Dem Untergang! Wir wissen zwar, dass der Unterschlupf dieser Räuberbande in der Nähe der endlosen Höhle ist, aber unsere Kämpfer sind alle im Krieg und wir haben niemanden, der es mit ihnen aufnehmen könnte. Bitte, holt die Juwelen von den Räubern zurück und bringt sie zu Senator Gracchus in Tylysium. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Unendliche Höhle, oh, das hört sich nicht so gut an. So, kann man die Kamera nicht... Ja, die Kamera kann man nicht mal anders machen hier. Ja, scheint relativ die gleichen Probleme zu haben wie im alten PC von mir. Also, dort hatte ich noch eine GeForce 420. Und dort ging Physikberechnung überhaupt nicht, also das laggte jetzt so extrem. Und stürzte immer wieder ab, das Spiel. Dann habe ich eine GeForce GTX 640 gekauft. Oder nicht GTX, GS 640. Und bei der hat Physik auch nicht richtig funktioniert. Also mit Physik stürzt das Spiel ungefähr jede zweite Stunde oder zweite 20 Minuten ab. Und ja, jetzt hier geht Physik auch nicht mehr so gut. Ich habe gerade vorher ungefähr 11 FPS gehabt, konnte nicht aufnehmen, so schlimm war das. Und finde den verrückten Magier, der das Mädchen entführt hat. Ja, jetzt muss ich schauen. Also ja, weil das Projekt halt auch, also das Spiel auch momentan nicht mehr so Leute anzieht sozusagen, kann es sein, dass es einfach nicht so gut angeschaut wird, aber ja, mal schauen, vielleicht wenn es jetzt wirklich nicht geht, muss ich da mal schauen, wie ich das lagfrei machen kann und vor allem eben auch ein bisschen bewundernswerter machen kann, wenn ich ein paar mehr Leute als Fans habe und so. Aber er ist schon gut, also ich würde es ja wirklich sehr gerne weitermachen und ich werde es wahrscheinlich auch noch weitermachen, wenn es jetzt keine Probleme macht. Aber es sind so immer so Mini-Lags, die gar nicht mal registriert werden auf den Fraps von der FPS-Anzeige. Und das ist schon nicht schön. Ich weiß nicht, an was das liegt. Warum wollen die Game
einer immer wieder, dass wir die friedliche Fauna ausrotten. Ja. Lass ab, Tier. Weil die Tiere halt... es sich nicht schön sind zum Erledigen. Das ist eher so ein Ladeding. Vielleicht muss ich mal das Gras ein bisschen niedriger machen oder sonst irgendwas. Aber die Grafikkarte ist mindestens dreimal so gut wie die 420er. Also eigentlich müsste das komplett lagfrei gehen, aber es geht einfach nicht lagfrei. Man kann machen, was man will. Die Engine ist halt auch nicht die beste. Schau an, frisches Fleisch. Okay, der war leicht. So. Also ich werde sicherlich diesen Mod hier noch weiter anschauen und eventuell ab und zu noch ein paar Parts machen und hoffen, dass es besser geht, und sonst mache ich einfach, hau ich einfach die Parts raus und angeschaut wird dann, wenn sich jemand interessiert dafür und nichts an diesen Lags stört. Das ist ein bisschen scheiße. Aber es ist jetzt gar nicht so schlimm. Gab schon schlimme... ah, der blöde Hund. Komm. Ja, jetzt bekommen wir dann den anderen Zauber, weil wir ihn ja nicht finden. So, hast du gesehen, wie stark der Wolf war? Selbst bei einem schwarzen Wolf war der extrem zäh. Danke, dass du mir geholfen hast. Bringst du mich bitte nach Hause? Ich habe immer noch Angst. Ja klar. Gehen wir nach Hause. Hier hat es überall Wölfe. Weg damit. Genau, mein Charme hat sie regelrecht umgehauen. Ja, Pantoffeln. Möchte ich jetzt eigentlich nicht so. Defensive Hose ist schon etwas Interessantes. Und Schulterpanzer. Also erstmal schauen, Regenerationsbelastung, das ist eigentlich am wichtigsten. Das macht, dass wenn es hoch ist, dann wird zum Beispiel der Feuerball um 6 Sekunden längere Regeneration haben. Und hier zum Beispiel eben 7 Sekunden länger, glaube ich. Also ist jetzt nicht so, als wahrscheinlich nicht so viel, aber ja, einfach als Beispiel. Und das ist schon hart. So, da kommen wir wieder in die Stadt. Hier ist der See, der Teich von der Stadt. Gut, können wir kurz auf der Map schauen, wo wir waren. Also wir sind hier ringsum gegangen. Und jetzt müssen wir halt so hier runter. Da drüben, ja. So, der Magier ist tot. Ein Zombie hat ihn getötet. Oh, wie schrecklich. Das erklärt natürlich einiges. Hier, wir haben alles zusammengelegt, um euch diese paar Goldstücke geben zu können. Bitte nehmt sie als Zeichen unseres Dankes. Ehre meinem Volk. Gesehen. So. Bücher, Kühe und Jungfrauen. Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Ja. Wo ist denn der Alchemist, also der Zauberkundige da? Sein Mananar. Ich habe ihm zu oft gesagt, er soll nicht mit den Wölfen spielen. Nun, vielleicht hilft ihm dieses Erlebnis, etwas vorsichtiger zu sein. Hier, nimm dieses Gold als Dank für deine Mühe. Sagte ich schon, dass ich der Runenmeister dieses Dorfes bin? Wenn du Runen hast, die du nicht brauchst, kannst du diese Talismane gerne bei mir gegen andere eintauschen. Gegen einen kleinen finanziellen Obolus natürlich. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Ja, ja. Oh, Feuerdämon, ätherische Begleiter, können wir auch mal kurz gehen. So. Machen wir die mal runter. Eissplitter können wir austauschen. Eiferbeschützer, Hand auflegen. So. Feuersturm. Das ist das Wichtige. Gut.
Ja, denne. Ätherische Begleiter Feuerdämonen machen wir dann später. Also zuerst einmal Feuerdämonen wieder aktivieren. Geht doch viel besser so, das vergesse ich meistens. Also machen wir mal den Begleiter. Was ist denn das für ein Begleiter? Das da. Scheinbar schon. Ja, dann benutzen wir den mal. Er regeneriert das Leben 4 pro Sekunde und er macht, dass die Aspekte sich schneller Ding. Also wahrscheinlich werde ich da mit Konzentration kommen, dann einen zweiten Buff benutzen. Und ja, dann beide Ding mitnehmen. So, was wollen wir noch machen? Es gibt ganz viele Quests hier. Da unten gibt es noch ein kleines Dörfchen. Gibt es Quests, die nach unten führen? Eigentlich nicht. Gehen wir mal nach unten. Vielleicht mal diese Quest hier annehmen. Finde die Diebe und bring mir den Brustharnisch, das Schwert und das Schild meines Vaters zurück. Okay, und als Belohnung bekommen wir ein Siegelring. So, und dann haben wir hier noch eine Quest. Hola, hole die verlorene Schmiedegegenstände zurück. Er ist leider auch nicht hier. Ja, ich hole sie ja. Dann haben wir hier unten noch zwei. Wir könnten in diese Höhle gehen. Gehen wir mal in diese Höhle dort unten. Er schlagt 25 Kobolde und bringt mir ihre Köpfe. Okay. Kobolde kommen also auch. Findet die verschollene Patrouille. Wir benötigen nochmals eure Hilfe. Eine unserer Patrouille ist vor ein paar Tagen aufgebrochen, um den Wildbestand im Wald zu kontrollieren. Bisher sind sie noch nicht zurückgekehrt. Bitte versucht sie zu finden. Oh, der hat jetzt 2 Sterne. Ist das ein bisschen schwerere Quest? Okay, gut. Diese Partikel. Die leuchten sehr. Oh, Wildschweine. So, wir wollten ja unsere neue Kampfkunst ein bisschen benutzen. Ja, hier ist sie. Sie macht Dodge-Schaden und hat halt einen großen AOE. Wie viel Dodge-Schaden machst du? Oh, nicht schlecht. Sterben beide. Habe ich das Gefühl nur, oder ist die wirklich schneller geworden durch den Enchanting Space Mod? Das ist gut, da müssen wir gar nicht das killen mit dem Schnelligkeit, weil ein bisschen mehr Schaden ist schon wichtiger. Da ist so ein Lichteffekt. Ah, komm schon. Aha, das war jetzt ein Angriff vom Wisp. Nett, nett. Sie ist reingelaufen. Sie ist voll rein. Ah. Gut, gut. Das ist jetzt eher ein Boss sozusagen. Ein Champion, okay. Bosse sind dann die Quest-Boss zum Beispiel. Da auch ein Champion. So, jetzt haben wir hier unten Giftschaden, Giftrüstung. Das sind die Reliquien. Und die gibt es auch in jeder Schadensart. Außer physisch nicht. So, alle treffen bitte. Mal wechseln. Boom.
So, Hinrichtung, okay. In diesen Enggängen ist der Feuerball die bessere Waffe. So, da haben wir hier noch ein paar Ratten. Aber Treffen ist Kunst, gell? Was haben wir denn bekommen? Wir haben ein Buch über Bogenschießen bekommen. Das könnte man da drinnen lesen. Und zwar hier Bücher. Das kann einer lesen, der gerne liest. Und hier geht's weiter. Noch mehr. So, einfach auf Stopp klicken und es lesen und dann wieder auf Stopp klicken. Mache ich auch gerne manchmal in anderen Let's Plays. Also von anderen Leuten. Die gute Nachricht, ihr müsst nicht auf den Sensenmann warten. Laserangriff. Ah, das ist wahrscheinlich eine neue vom Tempelkrieg, Tempelwächter. So. Auch eine interessante Klasse. Also mit den Klassen haben sie sehr interessante hingekriegt. Die von wie hieß das Studio nochmals? Ascaron, glaube ich, ja. Das ging ja da zugrunde, weil sie irgendwie, weiß nicht was, zu hohe Zahlungen hatten. Und dann hat's Take Two, glaube ich, oder sonst irgendwas, ein Entwicklerstudio, übernommen. Und die haben ja Secret 3 gemacht, was eigentlich das komplette Gegenteil von Secret 2 ist, einfach nur Scheiße. Ja. Schade drum, wahrscheinlich sind dadurch auch die Aufrufe momentan noch nicht so groß. Aber im Secret 2 ist extrem gut. Halt nicht so eine Riesenqualität wie zum Beispiel Diablo 3, aber richtig fett, also. Richtig ein großes Lob an die Entwickler. Und ja, ich freue mich, wenn Secret 3, 2, also 4 dann rauskommt, dass dann hoffentlich wieder so ist wie Secret 2. So, T-Energie. Haben wir auch noch ein Buch. Ich werde dann vielleicht einen Spezialpart mal machen oder so. So kann ich die Kiste, die leuchtet doch. Vielleicht muss ich kurz die zuerst besiegen. Du hast vielleicht Nerven, meine Leute zu töten und hierher zu kommen. Garantiert hat dich diese verweichliche Schmiedelein geschickt, weil ihn jetzt das schlechte Gewissen plagt. Er hat dir nicht gesagt, dass er die Waren an mich verkauft hat, oder? Kommt her und hol dir deine gerechte Strafe dafür ab, dass du es gewagt hast, uns zu belästigen. So. Das können wir hier wahrscheinlich auch aufmachen. Ja. Okay, sein Zeug ist alles, oder? Ja. Gut, sein Zeug haben wir auch noch wieder zurückbekommen. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Oh, das ist eine Falle. Danke, Wisp. Ja, durch die Sicht ist manchmal der Gegner verdeckt oder so und dann schießt man automatisch daneben. Ist nicht so gut. Ah, wir haben ein Level Up, das ist auch gut. Wir machen weiter in Handel. Wir sind sowieso genug stark momentan. Weil Handel sollte schon ganz oben mit sein, damit es sich lohnt. So. Ja, da sind die Gegner wieder da. Was soll das? So. Ja, dann gehen wir zuerst zu der Wache da. Genau, hier können wir es abgeben. Ja, wir hatten bereits mit dem Schlimmsten gerechnet. Nun ist es Gewissenheit. Dennoch
Danke für Ihre Unterstützung. Zeigt mir bitte einmal die Karte, die ihr gefunden habt. Ehre meinem Volk. Vernichtet die Räuberbande und bringt mir den Kopf des Anführers. Dank der von euch gefundenen Karte wissen wir jetzt, wo sich das Räuberberg aufhält. Findet das Lager und räumt es aus. Bringt mir den Beweis in den als Beweis den Kopf des Anführers, Carl Ducarlo. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name, er ist ein Künstlername. Wenn schon, wenn man das so nennen kann. Gut. Und wo ist das jetzt? Scheinbar hier oben. Okay. Und jetzt müssen wir irgendwo hier hin. Habe ich gesehen. Ja, da drin. Ah, das ist die Schmiedequest. Hast du etwas Zeit zum Spielen? Ja, es stimmt. Ich habe die Gegenstände an ihn verkauft. Ich konnte der Versuchung anfangs nicht widerstehen. Ich habe meinem Meister bereits alles gebeichtet und er hat mir verziehen. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast. Hier, ich gebe dir das Geld, das ich von den Räubern erhalten habe. Und das Schwert, meine beste Arbeit. Es ist zwar noch nicht ganz fertig, aber wenn du magst, sprich mit meinem Meister. Er stellt es dir garantiert fertig. Eine weitere Mission Gut. ist erfolgreich abgeschlossen. Gesellenstück. Also jetzt könnten wir hier beim Schmied so eine Waffe reintun, die Sockel hat. Und dann zum Beispiel eine magische Perle in den Schadenskanalsockel. Das sind die blauen. Oder zum Beispiel Ringe oder Amulette. Nein, das geht nicht, Amulett. Ringe zum Beispiel in Silber und Amulette auch in Gold. Reintun und dann schmieden, aber das ist es nicht wert. Muss mal kurz schauen, wie das Schaden macht. Es ist schon stärker, es ist auch gut zu verkaufen. Naja, wir brauchen es nicht. Wir machen das mal später. Bei einem Stab oder so. Weil Stäbe sind da schon wichtiger. Schadenmagie bringt uns nichts. Schadenphysisch auch nicht. Nun gut. Plattenschuhe der Schildkröte sind wir dann so langsam wie eine Schildkröte. Weil je höher das Rüstungsstück ist, desto langsamer werden wir durch das Gewicht und so. Zauberintensität, das war etwas Gutes, aber es ist zu teuer. Das macht, glaube ich, dass die Angriffe den vollen Schaden machen. Also auch voll treffen. So. Das sind jetzt Zweihandstäbe. Ich möchte aber eine Einhandwaffe. Nun gut, da müssen wir das könnten wir nehmen. Naja. Okay, wir müssen sowieso nicht viel kaufen. Ah, das. So, das haben wir auch, Zauberintensivität, aber ist schwächer. Und den hier, gut. Jetzt haben wir noch 900, jetzt könnten wir noch einen Stab holen. Dazu können wir nicht dorthin. Dazu gehen wir mal noch in die andere, ins andere Dorf. Oh, jetzt sehen wir auch sexy aus. Oh, sexy Dame. Gut, also, da gehen wir am besten hier rechts. Ach man, so langsam. Ich will doch ihn treffen und mit drinnen dann. Also indem er lauft und der Feuerball sich rein bekommt. Scherbe des Gürteltiers. So, jetzt wieder diese Nachladeruckel, weiß es echt nicht. Also das ist wahrscheinlich spielabhängig. Und mit Fraps ein bisschen abhängig.
Gegner für eine ausgebildete Magierin. Aber es läuft erstaunlich flüssig jetzt. Schade, dass man halt kein Laub mehr hat und ein bisschen die Effekte von Zaubersprüchen ein wenig reduziert wurden, aber es ist immer noch wunderschön und dafür leckt es eben nicht mehr. Gut, dann haben wir Laufgeschwindigkeitsstiefel. 700? Nee. Nein. Okay, schade. Gibt noch keine Zauberstäbe, aber wir skillen ja diese Fertigkeit. Und jo, der Part ist leider auch schon wieder zu Ende. Weiter geht's dann mit dem dritten Part vom Let's Play Secrets 2 mit dem Enchanting Spells Mod und wir sind gefangen hier drin. Yay, wir haben uns durchgeglitscht. Yay, wir sind die Wunderbarsten. Wir glitschen das Spiel zu Tode. Yay. Okay, wir werden sowieso... Ah, jetzt können wir hier aufmachen. Nein, wir können nicht aufmachen. Wir können nur von außen aufmachen. Ah, wie dumm. Schade, okay. Mach nix. Also, der Esel namens Monika sagt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.